It's your boy Skinny P. Willkommen meine Damen und Herren zu einem weiteren YouTube Skin Giveaway. Ich habe euch ja versprochen, dass es endlich wieder weitergeht mit den YouTube Giveaways und da ist immer P90 Asimov in Factory New, meine Damen und Herren, in FN. Das ist jetzt aktuell das nächste YouTube Giveaway und für die kommenden Giveaways ist auch schon gesorgt. Ich habe jetzt einen richtigen Plan. Wie man hier jetzt mitmachen kann, erfahrt ihr gleich. Die ganze Sache ist natürlich wie immer gepartnert mit Skin Baron, unserem Skin-Partner. Kaufen, verkaufen, ihr kennt die Chose. Geht da gerne über meinen Partnerlink rauf, wenn ihr wollt. Mittlerweile kennen eh alle Skin Baron, also ich muss jetzt nicht mehr großartig erklären, was da los ist, oder? Und damit es nicht so langweilig ist und ihr mir mal bitte sagen könnt, dass der Greenscreen kaputt ist, hallo? Werde ich jetzt geschwind mal eine Runde dümpeln und euch erklären, wie das geht. Und wisst ihr, was ich mache? Ich habe schon Jahrzehnte nicht mehr Arms Race gespielt. Elli! Übrigens ist es gleich wieder Livestream, ne? 18 Uhr. Ist gerade ein bisschen knapp alles hier. Ja. Gleich bin ich live, 18 Uhr twitch.com/derdummbabbler. Erwartet bitte keine Höhenflüge, denn ich habe gerade jetzt vorhin die Maus ausgetauscht. Die alte war ja ein bisschen hinüber, ne? Hat Doppelklick gemacht, wo ich keinen gemacht habe. Oder hat einfach gar nicht reagiert. Ja. Also, das Giveaway läuft so wie sonst auch. Und zwar über Aktivität. Hauptaktivität hier auf YouTube. Das bedeutet, wer von euch die Videos schaut, kommentiert und so weiter, der ist mit dabei. Der ist aktiver Spritzer hier. Und kann eben auch am Giveaway dann dadurch automatisch teilnehmen. Diese Aktivität zählt natürlich nicht nur für die Videos, die jetzt kommen. Vor allem, weil ich im Moment auch nur ein paar Mal die Woche was hochlade. Also ich lade nicht mehr so wie früher täglich ein Video hoch, sondern es kommt deutlich weniger Material. Sondern es zählt eben auch für die vorhergegangenen Videos, ja. Also wer hier mitmachen möchte, kann sich sehr, sehr gerne auch gerne das Video von vorgestern anschauen oder das Video von letzter Woche, sofern man es noch nicht gesehen hat, ja. Ihr müsst jetzt nicht jahrelang zurückgehen, aber es gibt halt einfach Perlen hier auf dem Kanal, die sollte man natürlich nicht einfach verpassen. Was ich euch da ganz besonders ans Herz lege, worüber ich mich sehr freue, wenn ihr da aktiv seid, ist die Macht-Spaß-Playlist. Ja? Dazu zählt auch als angeheftete Playlist die Thief Simulator oder Einbrecher Simulator Playlist. Ich freue mich ganz einfach deswegen extrem, wenn ihr da aktiv seid und nicht nur eben bei Counter-Strike oder sonstigem, weil in diese Videos extrem viel Herzblut fließt. Also am letzten Thief Simulator Video saß ich 20 Stunden oder sowas und die Counter-Strike Videos wie das hier, die naschen vielleicht in Bearbeitung vielleicht eine Viertelstunde, vielleicht 30 Minuten und das war's. Also hier mache ich mir halt nicht so die Gedanken, weil ihr hier aber auch nicht, also hier habt ihr einen anderen Wert an den Videos, ja, da ist den wenigsten wichtig, dass ich hier irgendwelche extrem lustigen Edits reinhaue, sondern da ist ja mitunter auch einfach das Thema an sich tragend, ja, wie hier jetzt das Giveaway oder eben dann irgendein Face-It-Match, das sehr spannend ist und so weiter und so fort. Muss ich jetzt nicht großartig erklären, ne? Und alles andere, was eben kein Counter-Strike ist, ist das, in das ich eben wirklich meine editorischen Fähigkeiten hineinstecken kann, ja, meine Inspiration und so weiter und so fort. Counter-Strike ist mehr oder weniger Selbstläufer. Also Aktivität hier auf YouTube in den zukünftigen Videos und sehr, 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 sehr gerne auch eben in bereits erschienenen Videos. Man kann einfach mal durchgucken, was bei mir so läuft. Es gibt eine Playlistenübersicht, die kann ich euch verlinken. Ich kann euch auch die Macht-Spaß-Playlist verlinken. Ich weiß, dass sehr viele Leute sehr faul sind. Ja, viele sind es gewohnt von anderen Giveaways, bei anderen YouTubern. Da heißt es nur, ihr müsst abonnieren und das Video teilen. Aber das ist Quatsch, weil ja, ich brauche keine toten Abos. Also hier bitte auch nicht abonnieren, wenn ihr nur am Giveaway teilnehmen wollt. Abonniert mich bitte wirklich nur dann, wenn euch auch der Content gefällt, wenn ihr sagt, hey, ich kann mir vorstellen, auch nach diesem Giveaway noch hier bei ihm reinzuglotzen und da ab und an mir mal was zu gönnen. Au, du Lösch! Fast durch Fallschaden gestorben. Uff. Das ist mir sehr wichtig. Ja? Ich will hier keine Leute ansammeln, die nur da sind wegen Giveaways. Auf keinen Fall. Am Giveaway könnt ihr auch so, wie gesagt, teilnehmen, indem ihr halt jetzt einfach ein bisschen aktiv seid. Dann holt ihr den Skin und dann verzieht ihr euch wieder. Ist mir auch recht. Ist nicht schlimm. Ich bin da auch realistisch und weiß, dass manche Leute das halt auch einfach genau so machen. Ja? Die wollen mit mir ja nicht großartig was zu tun haben. Die wollen den Skin und fertig ist es. Es gibt natürlich einen großen Vorteil, den man hat, wenn man darüber hinaus am Start ist. Und zwar sind das natürlich die zukünftigen Giveaways. Ja? Jemand, der ab jetzt einfach für immer aktiv ist, der ist bei grundsätzlich jedem Giveaway ja dann dabei, von alleine, ohne irgendwie sein Verhalten anpassen zu müssen, ne? Ohne irgendwas machen zu müssen, was er sonst nicht macht. Also kurzum, wer sich hier in die Community einlebt, auch gerne in den Streams und so weiter, der hat dann natürlich mehr davon. Wir sind ja auch in den Streams immer ordentlich am Giveaway, also da gibt es ständig Knives, Handschuhe und so weiter. Das sind die sehr großen Sachen. Ich komme übrigens gerade überhaupt nicht weiter mit dieser blöden Autosnipe. Ja, also es soll euer Schaden nicht sein, falls ihr jetzt dann doch... Hey. falls ihr jetzt dann auch darüber hinaus aktiv sein solltet. Ich weiß, da ist einer drin. So, komm, Babla, was machst du? Du Dummbatz! Okay. Ich habe schon zu viel versagt. Ich
kann den Will leider nicht mehr einfahren. Oder vielleicht doch. Oh ja, Roger, komm. Diese Aktivität ist, wie gesagt, hauptsächlich auf YouTube benötigt, aber natürlich könnt ihr euch auch einen riesen Aktivitätsbonus einfahren, wenn ihr halt in die Livestreams kommt. Ja, zum Beispiel den Livestream jetzt gleich heute um 18 Uhr oder wann ihr eben Zeit habt. Die Streams sind feste, dreimal die Woche, jeden Dienstag, jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Einfach rankommen und mitmachen, ne? Wir machen eigentlich immer Viewer-Games und eben, wie gesagt, auch in jedem Livestream ein Giveaway. Babla, Babla, komm, jetzt verkack dich! Shit, please, please no! Die haben schon Knife, ich hab verkackt. Oh mein Gott. Wisst ihr noch früher, wo ich fast jedes Arms Race gewonnen habe? Ich bin jetzt halt auch alt. Klar, natürlich, da triffst du nichts mehr. Sir, bleiben Sie bitte da stehen, wie Sie sind. Danke. Vielleicht geht hier doch noch was. Oh, nein! Sehr schön, Juju. Naja, Babla. Etwas eingerostet, aber nächstes Mal. Erster Platz. So, um jetzt aber nochmal ganz kurz zurückzukommen. Aktiv sein auf YouTube. Sehr, sehr, sehr gerne auch. Die Videos angucken, die halt schon kamen. Einfach mal ein bisschen durchgucken, vielleicht gefällt einem ja was. Eure Aktivität kann ich logischerweise am besten messen, wenn ihr Kommentare schreibt, aber halt nicht irgendwie Hi oder tolles Video oder sowas zählt logischerweise nicht, weil dafür braucht man das Video nicht zu gucken. Also wenn kommentieren, dann bitte einfach irgendwas. Ich frage meistens eh irgendwas, worauf man dann antworten kann. So sieht mein Kanal übrigens aus. Wenn ihr auf den Kanal draufklickt und nicht nur auf diesem Video seid und ihr könnt einfach hier oben, hier, auf Playlists drücken. Na? Und dann auf eigene Playlists. Und dann seht ihr das hier ja alles. Also ich glaube, ihr kommt direkt in dieses Feld. Falls nicht, drückt ihr halt trotzdem auf eigene Playlists. Oder irgendwie auf Weiter. Hier drüben kann man dann irgendwie auf Weiter und dann alle ansehen. Ne? Da, so irgendwie. Ja, das war jetzt falsch. Okay, gut. Hier habt ihr halt alles, ne? Wenn ihr sagt, oh ja, Thief Simulator, da gucke ich gerne mal rein. Ist wirklich, also sind alle Folgen lustig geschnitten. Und eben, wo ist es denn? Macht Spaß. Ich finde es nicht. Macht Spaß, da ist es doch. Ist natürlich auch nochmal eine schöne Sache hier. CSGO Podcasts hier. Einfach mal reingucken, Leute. Ne? Dieses Giveaway wird dann jetzt einen Monat laufen, also in genau einem Monat ist es vorbei. Und danach wird der Gewinner in einem Video einfach genannt. Ja, da sage ich dann übrigens beim letzten Giveaway, die P90 Asimov hat gewonnen. Schreib bitte, dass du gemerkt hast, dass du gewonnen hast, hier unter dieses Video, also in dem, das ich dann machen werde. Und dann erfrage ich den Trade-Link und fertig ist es. Hier keine Trade-Links, einfach nur, was ihr halt schreiben wollt, ja. Juhu, ich freue mich schon, ich mache mit oder sonst was. Ihr könnt auch gerne die Aktivitätsfrage beantworten, das wäre folgende. Findet ihr, dass die P90 nach wie vor so eine extreme Noob-Waffe ist? Oder sagt ihr, hey, eine P90 ist eine MP, so wie viele andere MPs auch. Und sie ist für manche Kämpfe sehr gut geeignet, aber wenn ich es auf A-Lang gegen eine AWP spiele, halt eher nicht. Darüber habe ich übrigens auch einen Podcast gemacht, ne? Noob-Waffen in CSGO Podcast. Gibt's die überhaupt? Die einzelnen Aspekte und so weiter und so fort. Kann man sich angucken. Aber wie seht ihr das? Betitelt ihr Leute, die mit P90 spielen, nach wie vor als P90 Noob? Zumindest so lange, wie sie die P90 eben in der Hand haben. Oder gibt es bei euch gar nicht mehr? Oder habt ihr noch andere Noob-Waffen auserkoren? Früher war das zum Beispiel auch immer die AWP, wo es hieß, ah, AWP-Noob, wenn man auf das 2 Deathmatch gespielt hat. Was bei Counter-Strike Source noch. Es ging dann irgendwann sogar so weit, dass die AWP restricted war und immer nur einer in jedem Team eine AWP haben konnte und der Rest nicht. Weil halt irgendwann nur jeder irgendwo rumgesessen ist und Leute dann erschossen hat, gecampt und dann halt mit der AWP, buff. Das waren dann immer die AWP-Noobs bei uns, also früher. Ja, gibt es da andere Waffen noch? Kann man eine AK-Noob sein? Ich bedanke mich hier auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream. Ich schnibbel das hier schnell zu Ende und guck, dass es spätestens um 18 Uhr erscheint. Dann startet auch der Livestream. Wir sehen uns also allerspätestens dann, falls ihr Zeit habt und Lust habt, im Stream. Ich werde bis 22 Uhr streamen. Und ja, schaut einfach mal rein. Wir machen dann nicht nur Counter-Strike in den Streams übrigens, sondern auch andere Spiele. Aber anfangs schon wirklich immer Counter-Strike, ne? In Low-Game, in High-Game, manchmal noch in Mixed-Game oder sonst wie. Wir sehen uns dann, haut da rein und viel Spaß und Glück beim Giveaway. Later!